Oh, das gefällt mir aber gar nicht. Oh, was? Guck mal, was da ist. Grobi. Hey, wie kommen wir denn auf einmal hierher? Ja, ist ja egal. Aber ich mag ihn nicht. Starte mal. Starte mal. Starte. Ich hab doch schon lange. Die Aufnahme ist schon gestartet. Ja, muss ich sagen. Hallo. Müssen wir ihn töten? Hallo und herzlich willkommen. Ja, ich hab keine Ahnung. Ich hab Angst. Ich mag ihn nicht. Ah, er kommt genau auf mich zu. Ah, du bist da hinten. Ah, hier sind auch noch andere. Du Painkiller, hell und so. Hier sind noch laufende kleine Gegner. Ja, die sind ja egal. Unser erster Boss. Nee. Oh, 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 aua. Ich bin gleich tot, wenn er so weitergeht. Ah, da ist eine Rüstung. Hier, komm zu mir, komm zu mir. Ja, weiß nicht, wo du bist. Hier! Na, beim Vieh. Das Vieh ist immer bei mir. No, ja, genau. Dann lässt sich das dann stören. Nö. Ah, ich schieße ihn jetzt in den Arsch. Das Ding ist so riesig. Ah, hier oben, ich habe eine Bossanzeige. Das hilft mit der Schrotflinte. Na, ich glaube, wir schießen dann zwei Tore. Ja, gleich ist er weg. Ja! 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 Oh! 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 Nicht auf mich! Gibt's jetzt eine dicke Seele? Beeindruckend. Echt? Aber es dauert zu lang. Die Ernte ist groß, doch der Arbeiter sind wenige. Hol dir seine Seele. Du wirst gefallene Feinde erwecken, auf dass sie dir beistehen und ich meine Seelen schneller kriege. Deine? Wie? Du hast sie verloren? Anscheinend. Ich habe mit Lucifer gewettet, dass du im Kampf gegen einen Dämon fällst. So eine Enttäuschung. Aber nicht doch. Lucifer spielte falsch. Glücksspiel? Sogar der Tod hat eine Schwäche? Ein harmloser Spaß. Am Ende gewinn immer ich. Das ist ja langweilig, wenn man... Ah ja. Ich komme da nicht an. Ich auch nicht. Du blockierst mich. Du blockierst mich nicht. Wie kommt man denn? Ich habe sie in mir. Spürst du das? Mein langen. Er löst sich auf. Oh. Ja, ohne Seele. Bist du noch da? Ja, natürlich. Ich erforsche gerade. Oh. Ich wollte dich warnen. Vertrau ihm nicht. Ich hab dir vertraut. Du hast mich betrogen. Gar nicht. Als ich den Teufel besiegte, wolltest du den Thron. Ja, ja. Ich bin nur eine arme Seele, die ewig im Fegefeuer schmort. Mhm. Ich hab einen Fehler gemacht. Er sagt dir nicht die ganze Wahrheit. Aber du schon? Daniel, ich. Das hab ich mir gedacht. Du bist einfach ein verlogenes Miststück. Oh. Das war jetzt aber sehr kurz. Machen wir noch eine Folge. Ja, ja, ich mach gleich weiter. Nächster Level. Dann können die Leute mal die Zwischenbildschirme sehen, die sie sonst nie zu sehen kriegen. Oder so. Es sei denn, sie haben das Spiel selber. Ich kann schon looten, ich kann schon looten, ich kann schon looten. Wie kannst du sowas sagen? Oh, jetzt sind wir in der modernen Welt. Ich wollte gerade sagen, oh, jetzt sind wir im Boot. Du meintest, oh, jetzt sind wir im Bordell. Ich habe irgendwie eine Tarotkarte, wird mir hier unten angezeigt. Wie löst man die aus? So, die Karte, die ich ausgewählt habe, wird mir unten angezeigt. Wie löst man die aus? Wollte ich nicht. Ach Mensch.
Wir können hier in den Keller rein. Dann lass uns. Oh, der gefällt mir. Hier ist warm. Die kommen aus dem Ofen. Die Zombies. Ach, die Karte war im Einsatz. Jetzt war alles halb so schnell. Bei mir war der Sound eben so dumpf. Aha. Ich weiß bloß nicht, wie ich es ausgelöst habe. Wo soll in der modernen Welt irgendwie so ein Überkommen sein? Keine Ahnung. Ist dir vielleicht dein Mikro verrutscht? Du warst eben so leise. Nein. Aha. Ah, hier geht's weiter. Warte, ist noch eine Seele, noch eine Seele. Lauf nicht weg. Wollen wir nicht reden, diesen ein, zwei Seelen? Drei. Ich kann nicht hoch. Leiter vom Partner blockiert. Haha. Hier ist es ja dunkel. Geld! Oh, kein Geld. Hier rein. Ich geh die Treppe hoch. Ich folge. Aber dunkel. Oh, hier unten sind Seelen. Ah, das schaffe ich nicht mehr. Hast du einen runtergeschmissen? Ich schmeiß die ganze Zeit welche runter. Mach das nicht. Na, die fallen ja alle runter, wenn ich runterschoppe. Sag ihnen, sie sollen oben bleiben. Geld! Munition! Oh. Ja, ich bin auch wieder da. Ein Geheimnis. Ein unzerstörbares Skelett. Munition! Was soll denn das für dich begegnen, ohne Schrei? Oh, hier ist ein Feuerlöscher. Den kann man bestimmt anschießen. Ey, die stecken hier in der Wand. Das hast du schön gemacht. Ja, meine Kunst. Ich bin aber bisher noch nicht. Bist du wieder runtergegangen? Ja, ne? Ja. In dem Spiel fehlen irgendwie Bäume. Was fehlt dir in dem Spiel? Bäume, wo ich gehen kann. Hm? Bäume. Ich glaube, wir müssen... Die Musik geht aus. Oh. Die war so schön nervig. Und jetzt? Jetzt komme ich hier. Theater. Ah, hier ist noch was. Hier ist noch was. Komm mal her. Na, ich warte auf die Vorstellung. Ach so, hier ist noch eine, was wir einsammeln müssen. Na, dann sammeln wir es ein. Nee, du musst das einsammeln. Ich habe gesammelt. Was ist das denn? So ein goldenes Ding. Komm mal mit, schnell. Ach, da ist auch noch Munition, sehe ich gerade. Kommt man da ran? Ah, ich habe wohl genug. Lauf mal dagegen. Da passiert gar nichts, ne? Wo gehen? Na, dieses goldene Ding. Siehst du das nicht? Nicht ein grüner Kringel, sondern so ein goldener. Hast du den nicht gesehen? Sehr interessant. Hier ist nichts. Nee, dann ist gut. Dann ist das wohl bei dir nicht. Bin bereit. Oh, was ist da? Was macht er da in der Mitte? Och, hier ist ja noch einer. Kann man da rein? Damit würde ich gerne durch die Gegend fahren. Aua! Aber die Level hier sind auch kurz und knapp, ne? Ja, aber nicht so unabwechslungsreich im Moment, ne? Erstens das, naja. Naja, doch, wir sind jetzt von... Mittelalter auf postmodern. Postmodern, aha. Ja, postmodern sind. Altmoderner. Ja, altmoderner ist jetzt DDR und so. Was? DDR ist altmodern? Naja, nicht so alt, aber halt für mich jetzt. Ja, okay. Aber nichts verraten. Nee, nee. Das Spiel ist nämlich ab 18.
bin fast, ich bin so alt, wie viele Finger ich in der Hand. Hey! Sind denn rot? Ich hänge. Das geht nicht kaputt. Sind das Samurai? Ich weiß zwar nicht, was ich hier einsammle, aber ich sammle es ein. Hast du eine andere Waffe gefunden? Ja. Wo war die? Warte, ich kann nicht tun, oder? Ja, warte, die zeige ich dir, wenn das nicht so weit ist. Ja. Oh, was knallt und kracht das hier im Moment? Oh, hier. Oh, scheiße. Sind nicht schnell genug für die Dinger, ne? Du wirst verfolgt. Das sah ihm gut aus. Oh Gott. Deine Waffe hört sich eher wie so ein Laserdingen an. Und wo war die jetzt? Hier. Ja. Liegt die nicht? Nee. Ich geh mal, hier oben ist noch was. Vielleicht. Vielleicht habe ich sie auch und weiß das gar nicht. Nee, ich hab sie nicht. Aber ich mag meine Schrotflinte. Hier hinten sind noch Goldstücke. Oh, jetzt sind sie weg. Kacke. Vor mir sind sie verschwunden. Die Kartons kann man zerschießen. Bist du noch da? Natürlich. Warum erzählst du nichts? Oh. Hinter uns. Der Hexenchor. Der hat einen Fuß auf dem Rücken. Oh, was hast du denn gemacht? Ja, die sind sowas von hässlich. Die Seelen hier oben kriegen wir gar nicht, ne? Nee. Ich glaub nicht. Ich komm auch. Warte. Warte auf mir! Munition finde ich aber schon immer für die Waffe. Und dann? Hier ist nichts weiter, ne? Nö. Nee. Feuerlöscher sind nicht nutzbar. Ich spiel's unmöglich. So als Waffe. Jeder in dieser Welt will uns töten. Na, Feuerlöscher, um Skelette umzuhauen. Ja, der Schatten leuchtet durch die Wände durch. Wo bist du denn schon hingelaufen? Einfach hoch. Ja, ich merke das schon. Ich komme gar nicht hinterher. Ich bin einfach alles auf dem Feld. Und du sammelst die Leichen, die Seelen gar nicht ein. Natürlich. Nein, hier, hinter dir sind noch ganz viele gewesen. Ja, hier, wieder vier Stück. Sporn hier immer. Ja, ja. Du bist schon ein Sporn. Ja, ja. Oh, jetzt habe ich auch welche übersehen. Siehst du? Die sind danach erst erschienen. Jetzt, ich habe mir aber noch eine geholt. Und die hole ich mir auch noch. Und die auch. Und nun keine Seele mehr? Oh. Münzen. Wo müssen wir denn hin? Oh, Geld. Ach, da. Nix. Ich hoffe, das Spiel wird noch ein bisschen abwechslungsreicher. Ja, kommen andere Zombies. Zombies. Untote. Monster. Oder Menschen. Oder sonst was. Mutation. Hier sind noch Kartons. Einsammeln. Kommst du? Ich musste noch Geld einsammeln. Hör auf. Jetzt habe ich einen Riss in der Kleidung. Oh, da. Das sammle ich ein. Oh. Weg hier.
Los, löse dich auf. Nein, nicht so. Ich habe jetzt auch die Schotten. Ja, die ist ganz gut, ne? So, eigentlich ausreichend. Hinter mir spawnt wieder. So. Und so. Bin gleich bei dir, Kleines. Hoch! Ja! Hey, wie wird das dann immer ausgelöst? Na, Feuer! Wenn du musst ein Ziel anvisieren und dann Feuer drücken. Wie visiert man ein Ziel an? Na, die Viecher sind dann rot. Na, ich meine, ne, ich meine jetzt, wenn man das auslöst. Wow. Gar nicht! Ich habe einfach drauf gehalten und dann haben die sich aufgelöst, hätte ich beinahe gesagt. Nein, Seelen. Ich meine jetzt, wie man dieses Ding auslöst. Also das weiß ich nicht. Das kann von alleine kommen. Automatische Raserei oder so. Du denkst zu viel nach. Das ist, glaube ich, bei diesem Spiel nicht nötig. Wir haben übrigens 14 Minuten rum. Das schaffen wir nicht. Ja, ich würde auch sagen, weil das bringt ja nichts, wenn wir dann aufhören und dann ist gleich Schluss. Außerdem geht das Level ja jetzt schon ein bisschen. So, hey, wir sind am Anfangsort. Ja, sehe ich auch so. Der hat einen schönen Arsch. Alter, siehst du das? Nee, okay. Und eine schöne, dicke, rote Seele. Ui, ich höre das erste Mal meine Füße. Meine Laufgeräusche, nicht meine Füße. Ich glaube, wenn man deine Füße hört, ist alles zu spät. Hier ist wieder so ein gelbes Ding. Guck mal, siehst du hier nicht so ein gelbes Ding? Wo ich stehe? Ja, doch, das sehe ich. Ja, aber was kann man damit machen? Ist das ein Auflader oder was ist das? Keine Ahnung. Wir werden es nie herausfinden. Das befürchte ich auch. Sei denn irgendwelche hilfreichen Tipps im Ladebildschirm, die Granaten explodieren oder sowas. Oh. Der denkt sich so eine komische Monster aus hier. Das ist ja... Aua. Was hast du nur davon? Au! Der macht Feuer hier. Ich mach hier auch gleich mal Feuer. Aber wo? Nee, die haben mich mit Feuer. Da, schießt, die schießen mit Feuer. Oh! Die nerven aber auch hier ein bisschen. Ah, da ist der Bogen wieder. Jetzt ist er weg. Nee, doch nicht. Oh. Ach, hier sind zwei. Ich habe sozusagen meinen privaten Grobi. Oh, du machst es aber gut. Sind wir hoch. Oh! Hast du irgendwas gemacht? Ich bin durch dieses Loch gesprungen. Könntest du mal warten mit sowas? Das hört dann immer so abrupt auf. Okay, dann machen wir jetzt hier wieder eine Pause. Wir sehen uns nächste Folge. Ja, selbes Thema. Tschüss!